Nico, was macht für dich die Schweiz besonders und einzigartig? Ich würde sagen, das, was wahrscheinlich die meisten sagen, einfach unsere Vielfalt, die Jahreszeiten, die spannend sind, dass wir die vier Jahreszeiten haben, die sehr extrem auch sind. Auch natürlich unsere Landschaft. Man kann in der Ostschweiz die weiten Felder haben und Berge, Seen, Flüsse. Also wir haben einfach wirklich alles in der Schweiz und ich glaube, das macht es für mich auch sehr einzigartig und schön. Einzigartig schön. Jetzt hier in Solothurn, also Biberisch, Solothurn, was würdest du sagen, ist ein persönliches Highlight von dir? Ein Ort, wo du unbedingt kannst empfehlen oder? Ja, wir haben gerade vor kurzem mit der Firma eine Stadtführung dürfen machen. Ich bin ursprünglich nicht von Solothurn, darum war es für mich auch speziell gewesen, auch die ganzen Sehenswürdigkeiten, die Gässli, die elf, alles elf in Solothurn, elf Brunnen, elf Plätze, elf Museen kennenzulernen. Und für mich ist Solothurn eine sehr schöne Stadt. Mit der Aare, eine gemütliche Stadt, sie lädt auch ein, um Kaffee zu trinken an der Aare oder einfach ein bisschen flanieren. Es ist wirklich eine sehr sympathische Stadt. Jetzt zum Thema Zeit, ein bisschen mehr philosophisch. Wie wichtig ist die Zeit für dich in deinem Leben? Sehr wichtig. Durch das, dass ich natürlich arbeite, uns ist die Zeit auch gleich Zeit wie in einem anderen Job natürlich. Aber man soll ja auch die Zeit haben für sich selber. Und da ich in Luzern wohne, in Solothurn arbeite, habe ich schon einen grossen Zeitverlust mit dem Arbeitsweg. Also ich fahre 2 Stunden pro Tag, bin ich unterwegs, um an die Arbeit und heimkommen. Diese Zeit nütze ich so sinnvoll, wie es geht, indem dass ich mich am Morgen auf die Arbeit einstellen, aber mir schon Gedanken kann machen, was der Tag so bringt und so weiter. Und am Abend zum Abendfahren, dass dann die Zeit, die man daheim ist, und wirklich auch kann nutzen für sich selber und nicht noch in Gedanken etwas organisiert, was am nächsten Tag passiert und so weiter. Dass wirklich die Zeit, die man dann hat für sich alleine oder für sich einfach freie Zeit hat, dass die auch wirklich so genützt wird. Und nach Möglichkeit, es funktioniert natürlich nicht immer 100%, muss ich auch zugeben, aber nach Möglichkeit, dass wirklich die Arbeit am Arbeitsplatz bleibt und man sich daheim die Zeit nehmen kann, um auch wieder regenerieren und erholen. Gibt es manchmal auch Momente, wenn du dir mehr Zeit wünschst? Natürlich, denn wenn die Zeit schnell vorbeigeht, ist sie. Dann wünscht man sich manchmal mehr Zeit. Das sind schöne Momente, das können Ferien sein, das können aber auch, das kann auch das Nachtessen sein oder einfach gute Zeit, die man mit jemandem erlebt. Ja, schöne Momente gehen halt wahrscheinlich auch bei allen gleich schnell vorbei. Natürlich wäre manchmal auch mehr Zeit bei der Arbeit gut, wenn man ein bisschen viel Arbeit hat, aber ich glaube, so in der Regel sind es die schönen Momente, die schnell vorbeigehen, Ferien zum Beispiel. Genau. Gibt es einen besonders schönen Moment, sprich 2 Sekunden, wo du dich daran erinnern magst? Das sind ja die 2 Sekunden, wo der Sekundenzeiger von der Mondain Bahnhofsuhr an mich wartet. Ja, der Moment ist zum Glück länger als 2 Sekunden gegangen. Aber einer der schönsten Momente, den ich erlebt habe, war auf einer Reise, wo ich zufälligerweise ein Walhai an unserem Boot vorbeigeschwommen und wir konnten spontan mit Schnorchel und Taucherbrille zu dem reingumpen. Und der ist dann auf uns zugeschwommen, hat uns angeschaut, hat uns vielleicht auch so spannend gefunden wie wir ihn, oder vielleicht auch ein weniger spannend. Aber der Moment war wirklich einzigartig und mega schön und einzigartig und ja. Wunderschön. Auch wird auch wahrscheinlich nie mehr so passieren, weil zufällig am richtigen Ort, zu der richtigen Zeit. Im Südatlantik, irgendwo in the middle of nowhere, haben wir uns getroffen.